Dann hallo zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel. Morgen um 15.30 Uhr beim FC Augsburg. Begrüßt dazu ganz herzlich an meiner Seite unseren Cheftrainer Frank Schmidt. Und vorab die Info, dass der Gästeblock in Augsburg innerhalb weniger Minuten damals mit 3.000 Tickets ausverkauft war und wir deswegen natürlich logischerweise noch mit ganz vielen weiteren FCH-Fans morgen in Augsburg rechnen werden, die die Mannschaft vor Ort unterstützen. Das vorweg. Und jetzt Frank, zum Spiel morgen, zum Sportlichen. Wie sieht es personell aus? Ja, Lennart Maloney wird weiter ausfallen. Ich glaube, es gibt eine gute Chance, dass er nächste Woche wieder einsteigen kann ins Training. Luka Janes wird ausfallen, hat auch eine Innenbandverletzung. Dann ist Adrian Beck gestern umgeknickt. Der wird höchstwahrscheinlich ausfallen. Und Niklas Beste ist wieder ins Training eingestiegen. Vielen Dank soweit. Und jetzt eure Fragen zum Spiel morgen. Timo Lemmerhirt für den Kicker und die Schwäbische Zeitung macht den Anfang. Bitte schön. Ja, das Hinspiel war das erste Spiel von Jess Torup. Er wird Heidenheim also immer gut in Erinnerung behalten nach dem 5:2-Sieg. Was macht ihr, dass das Heidenheim nicht mehr so gut in Erinnerung bleiben wird? Und wie hast du die Entwicklung unter Torup von Augsburg gesehen? Wahrscheinlich ist das Beste, dass wir morgen punkten. Aber klar, es war sein erstes Spiel, war ein Stück weit ungünstig für uns, weil wir schon gerade in der Anfangsphase dann auch verdient geführt haben, 2-0, und dann doch der Trainereffekt noch zugeschlagen hat. Man muss sagen, dass sich da Augsburg unter ihm richtig gut entwickelt hat. Sie spielen sehr intensiv, viel im Vorchecking, im Gegenpressing, investieren viel, sind auf dem Niveau auch von uns, was Sprints, was intensive Läufe, was Kilometer betrifft. Aber am Ende geht es für uns jetzt darum, unabhängig davon, das habe ich der Mannschaft auch gesagt, es gibt keine Revanche, sondern es geht immer um die aktuelle Situation. Und die hat sich bei uns nicht verändert, schon seit Wochen nicht. Es geht darum, die Punkte zu holen, die wir brauchen. Und zwar so schnell wie möglich, um den Klassenerhalt einzutüten. Und da gibt es einfach morgen die nächste Chance dazu. Und deswegen sehe ich das ganz pragmatisch. Thomas Jentscher, Heidenheimer Zeitung, bitte. Beim nächsten Gegner bei Augsburg gibt es gerade so einen Schreckgespenst, den Demirovic, der eine Bombensaison spielt. Habt ihr den extra auf dem Zettel? Kann man sich da was einfallen lassen gegen den? Ja, man muss ihn nicht nur als Einzelspieler sehen, sondern ich glaube, innerhalb der Mannschaft auf jeden Fall in der Sturmreihe. Sie haben ja ihre Rundordnung umgestellt in Raute. Zusammen mit Tietz haben sie mehr als die Hälfte der Tore geschossen. Mit Vargas auf einer anderen Position hinter den Spitzen. Ein Spieler, der sehr variabel ist, sehr schnell immer wieder in die Tiefe geht, auf den Flügel ausweicht. Und natürlich Demirovic, sehr, sehr körperlicher Spieler, der technisch gut ist, der schnell abschließt. Das haben wir auch beim 3-2 bei uns gesehen, wenn ich mich richtig erinnere, als sie kurz vor der Pause das Spiel dann drehen. Natürlich müssen wir ihn auf dem Zettel haben, aber alle anderen auch. Gerade, wie ich es gesagt habe, die Spieler aus dem Zentrum, die zwei Achter, die sehr variabel spielen, immer wieder im Spielaufbau auf die Außen kippen, die Außenverteidiger schieben vor, tiefe Laufwege. Also eine Mannschaft, die eine offensive Grundordnung hat, variabel spielt. Das macht es dann oft nicht einfacher, in der Defensive was übergeben, übernehmen trifft. Aber wie immer haben wir das trainiert diese Woche, haben uns darauf eingestellt und wollen morgen möglichst fehlerfrei spielen und vor allen Dingen die unglücklichen Tore der Vergangenheit angehören lassen. Patrick Stricker für den SWR, bitte. Seit dem Hinspiel hat sich aber bei Ihnen ja auch eine Menge getan und entwickelt. Was waren denn damals, es ist ja intensiv aufgearbeitet worden damals, was waren denn die Lehren und die Lerneffekte, die Sie ganz speziell auch aus dem Hinspiel gezogen haben, dass Sie dann eben auch Hinrunde und Rückrunde so bestreiten konnten, wie Sie es bis zum heutigen Tag dann auch geschafft haben? Weil es markierte ja schon irgendwie auch einen, ich will jetzt nicht sagen Wendepunkt, aber irgendwie ja doch einen speziellen Spieltag, der, wie gesagt, intensiv aufgearbeitet wurde. Und dann fragt man sich, was waren die Lehren damals? Boah, sehr lange her. Und ich bin kein Mensch, der da so weit zurückschaut. Aber wie wir es immer gemacht haben, so ein Spiel dann auch ehrlich zu analysieren, auch was unser, vor allen Dingen das Verteidigungsverhalten betrifft, auch nach Führung. Ich glaube, nach Augsburg ist uns das, wenn ich mich richtig erinnere, dann nicht mehr passiert, dass wir so eine komfortable Führung dann verspielt haben. Hoffe ich zumindest. Und natürlich war es so, dass wir im Zeichen der Sicherheit dann einfach auch in der Defensive innerhalb kürzester Zeit ein paar entscheidende Defensivfehler gemacht haben. Natürlich
begleitet uns das immer noch in dieser Saison. Wir sind Aufsteiger. Wir sind die Mannschaft mit den wenigsten Bundesliga-Einsätzen. Für die meisten steht morgen höchstens der 25. Bundesliga-Einsatz auf dem Programm, wie für mich auch als Trainer. Ein paar haben noch weniger und das sieht man dann immer wieder vereinzelt, dass wir Fehler machen, wie im letzten Spiel, wo dann die Gegner diese Qualität haben, um dann ruckzuck schnell vors Tor zu kommen und diese Fehler, die wir dann auch machen, auch auszunutzen. Das haben wir deutlich reduziert. Schon im Verlauf der Vorrunde mit diesem Zwischenspurt kurz vor Weihnachten, wo wir extrem effektiv gespielt haben, aber insgesamt in der Rückrunde, glaube ich, dass wir defensiv uns stabilisiert haben. Einen herausragenden Torhüter, das habe ich, glaube ich, letzte Woche oder vor zwei Wochen schon gesagt, hinten drin haben, der dann oft parat war, wenn wir ihn gebraucht haben. Und das andere haben wir gewusst, dass wir jederzeit Tore erzielen können. Das war vom ersten Spieltag an so, auch wenn wir es im ersten Spieltag in Wolfsburg noch nicht gezeigt haben. Aber wir hatten in jedem Spiel unsere Torchancen. Und von daher, mit den Punkten, die wir geholt haben, die wir verdient geholt haben, kam das Selbstvertrauen dazu, die Arbeit in der Defensive verbessert, die Anzahl der Fehler reduziert. Und deswegen uns verdient dann auch die Punkte geholt, die wir jetzt haben. Aber die reichen nicht, wir müssen weitermachen. Wir wollen schnell die notwendigen Punkte holen, um jetzt über die 30er-Marke zu kommen. Und wenn du 28 Punkte hast, das ist Mathematik, dann ist in jedem Spiel möglich, über die 30er drüber zu kommen. Daniel Meckes, Radio Thun, bitte. Laut aktuellen Medienberichten würde der FCH gern Aaron Dingschi über die Saison hinaus im Team halten. Was genau macht ihn denn speziell fürs Team so wertvoll? Seine Torgefahr, seine Schnelligkeit, seine tiefen Laufwege, seine Torvorbereitungen und als Typ passt er auch hervorragend zu uns. Ralf Hamann, Radio 7, bitte. Frank, du hast gerade die Punkte angesprochen. Ihr seid Tabellennachbarn. Ist es jetzt wirklich so mit einem Punkt Differenz? Ist es auch tatsächlich ein Spiel auf Augenhöhe? Zwei Mannschaften, die wahrscheinlich beide sehr unangenehm zu bespielen sind? Ja, ist so. Auch das Hinspiel hat er gezeigt. Wir haben es verloren, aber hätte auch anders laufen können. Und wir sind jetzt seit 5 Spielen ungeschlagen. Das ist dann kein Zufall mehr, sondern das ist auch Entwicklung, wie wir es gesagt haben, auch auswärts, wo wir uns stabilisiert haben. Und deswegen gehen wir dahin, trauen uns zu, in Augsburg was zu holen, wissen aber, dass wir extrem mental und körperlich robust Fußball spielen müssen. Weil wenn wir es nicht machen, die Augsburger machen es auf jeden Fall. Timo Lemmert nochmal, bitte. Ja, letzte Woche hat Augsburg 6-0 gewonnen in so einem Spiel, was es nicht jede Woche gibt. Wie hast du die aufgenommen? Und dann die zweite Anschlussfrage, dein Verhältnis zum Thorsten Lieberknecht ist ja bekannt, ein gutes. Leidet man damit oder ist das dann zu professionell, dass man sagt, okay, sowas passiert halt? Zunächst mal haben wir das Spiel analysiert, haben die Fehler gesehen, die natürlich Darmstadt gemacht hat, vor allen Dingen im Spielaufbau. Augsburg ist eine Mannschaft, die den Ball auch nimmt, aber vor allen Dingen über ein gutes Umschaltspiel letztendlich auch viele Tore auch gemacht hat, auch im letzten Spiel. Nochmal klare Spielphilosophie, Vorchecking, hohes Angriffspressing, Gegenpressing, schnelles Umschalten, schnell vertikal aus der Raute. Oft spielen sie mal einen Ball noch quer, der Ball wird dann aber meistens direkt in die Spitze gespielt, dann kommt viel Körperlichkeit und das haben wir analysiert, so haben wir das Spiel aufgenommen und natürlich, also das werde ich nie vergessen, auch ich kenne Thorsten sehr lange, wir haben in der Jugendnationalmannschaft gespielt, wir haben die U20-WM zusammen gespielt, wir kennen uns sehr lange, wir haben regelmäßig Kontakt, aber ich glaube nicht, dass er in der Situation von mir irgendeine Mitleidsbekundung erwartet hätte oder hat und auch nicht gewollt hätte, sondern das ist Bundesliga. Ich sehe es jetzt mal aus unserer Sicht und das sollte sich jeder FCH-Fan und jeder, der es gut mit uns meint, vor Augen führen, dass es in der Bundesliga mal schnell passiert ist. Das ist uns noch nicht passiert, was man auch im Torverhältnis sieht. Und Fehler werden einfach brutal bestraft. Und ich bin sicher, dass Darmstadt die Lehren daraus ziehen wird. Und für uns ist einfach auch immer wieder ein Hinweis darauf, dass, wie es auch laufen kann als Mitaufsteiger, dass man dann ja, hinterher rennt, dass man schon einen großen Abstand hat. Und wir haben diesen Abstand momentan auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Und das zeigt einfach, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir es gut gemacht haben, aber weiter durchziehen müssen. Thomas Jenscher nochmal, bitte. Nochmal zum Personellen. Benedikt Gimper musste vergangenes Wochenende auch raus. Der ist wieder bei 100%. Ja, der ist umgeknickt im Spiel, deswegen habe ich ihn ausgewechselt. Aber der, ich sag's mal so, der ist in seinem Leben schon oft umgeknickt. Und wenn so ein Sprunggelenk lidiert ist, dann fällt man dann wegen einmal umknicken, dann nicht 2-3 Wochen aus, sondern vielleicht 1-2 Tage, bis wieder Ruhe reinkommt. Und so ist bei ihm. Er hat einen Tag ausgesetzt und seitdem trainiert er wieder voll.
Nochmal Timo Lemmert, bitte. Du hast gesagt, der Niki Beste ist wieder zurückgekehrt ins Mannschaftstraining. Wie weit ist der? Würdest du Risiko eingehen, den schon wieder in der Startelf zu bringen oder mit Einblick zur Persona? Nein, Risiko würde ich nicht eingehen, weil sonst hätte er letzte Woche gespielt. Aber am Ende ist es so, er hat es ja mitentschieden, auch weil wir alles Pro und Contra abgewogen haben. Es war wirklich eine enge Entscheidung in einem wichtigen Spiel für uns. Aber nachdem er letzte Woche eben kurzfristig vor dem Spiel nicht 100% trainieren konnte, war klar, dass wir dieses Risiko nicht eingehen. Diese Woche hat er voll trainiert. Von daher sehe ich jetzt auch kein Risiko. Nochmal eine Personalfrage danach. Wir haben ja mal gesagt, Busch oder Traoré, also wir zumindest, du sicherlich anders. Jetzt haben die mal auf einer Seite zusammengespielt. Wie hat dir das gefallen? Das ist ja in Spielen selbst schon mal vorgekommen, aber so aufgestellt hast du sie, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, noch nicht. Doch, im Verlauf des Spiels haben wir das schon gemacht. Im Verlauf, ja. Ja, aber von Anfang an nicht. Das ist definitiv eine Option, weil wir auch gewusst haben, dass Frankfurt die linke Seite mit viel Tempo im Kongo, der links offensiv gespielt hat, der eigentlich links defensiv für Max dann oft gespielt hat, die haben es nämlich genauso gemacht. Und das wussten wir so ein bisschen und deswegen haben wir uns auch entschieden, diese Position so aufzustellen. Es ist definitiv eine defensive Variante, die immer eine Option für uns ist. Offensiv haben wir in dem Spiel in der ersten Halbzeit noch nicht so viele Aktionen gehabt. Aber wie in dem Spiel auch angewendet, wir sind eine Mannschaft, die anpassungsfähig sein muss, die offen sein muss, auch für Neues, immer mal wieder auch auf den Gegner bezogen. Also wir gehen nicht in die Saison und sagen, das ist unser System, das spielen wir, egal wie der Gegner heißt, sondern wir als Aufsteiger 1. FC Heidenheim müssen immer auch anpassungsfähig sein. Das haben wir da probiert. Am Ende, ja, es ist abgehakt, wir hätten was mitnehmen können, vielleicht sogar müssen aus dem Spiel, haben wir nicht. Also es ist wie immer das gleiche Spiel. Wir schauen nach vorne und können es morgen und wollen es besser machen. Was vor allen Dingen das Ergebnis betrifft. Nochmal Patrick Stricker, bitteschön. Der Name Erendingci ist gerade schon angeklungen. Wie ist denn da Ihr persönlicher Stand, vielleicht auch Ihr Wunsch mal ganz offen gefragt, wenn es denn vielleicht so weit kommen sollte, ist ja so eine Ablösesumme von 5 Millionen Euro, möglicher Rekordeinkauf für den 1. FC Heiden, wir haben ja vielleicht schon auch irgendwie eine gewisse Nummer sozusagen. Wie ist da Ihr Stand aktuell? Ich kenne den aktuellen Bankkontostand nicht. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Für mich, wir trennen uns das ganz klar auf. Ehren ist ein wichtiger Spieler für uns, wo von Anfang an klar war, dass er ein Jahr ausgeliehen ist. Und selbstverständlich als Trainer aus sportlicher Sicht, auch als menschlicher Sicht, würde ich mich freuen, mit Erendingci wie mit vielen anderen Spielern länger zusammenzuarbeiten. Aber das liegt definitiv nur zu einem kleinen Teil in meiner Hand. Gibt es sonst noch Fragen? Nochmal eine Nachfrage, bitte. Ja, vielleicht, weil Sie eben diese 30 Punkte einfach so herausgehoben haben. Gibt es irgendwelche Rechenspiele? Also man guckt jetzt vielleicht nicht auf die Tabelle, aber vielleicht auf den Spielplan so. Also man stellt sich ja momentan die Frage in dem Abstiegskampf, wie viel wird da reichen, wie viel wird da nicht reichen? Gibt es da Gedanken bei Ihnen in diese Richtung? Ja, erstmal bin ich dankbar für die Frage, weil letzte Woche musste ich noch Fragen für Europapokal beantworten. Jetzt weiß man auch nach der Niederlage gegen Frankfurt, dass der Trainer recht gehabt hat von Anfang an, dass es für uns ausschließlich um den Klassenerhalt geht. Und ich rechne nie. Ich weiß nur, dass wir momentan 28 Punkte haben und der nächste Sieg uns über 30 Punkte bringt. Und deswegen habe ich die 30 Punkte hervorgehoben, weil du möchtest da nicht verharren, sondern den nächsten Schritt gehen. Ich glaube, wenn du mal 30 erreicht hast, dann wird es trotzdem so sein, wenn man die Konstellation derzeit, was den Punktestand betrifft in der Tabelle, dann sich anschaut, dass man in den guten 30ern dann wahrscheinlich gute Chancen hat, die Klasse zu halten. Aber wir ziehen das durch, solange bis uns dann die Gewissheit da ist, wir haben es jetzt geschafft. Es wäre schön, wenn das nicht am letzten Spieltag wäre erst, sondern vorher. Und dafür arbeiten wir, dafür wollen wir jetzt unbedingt, das habe ich letzte Woche auch gesagt, vor der Länderspielpause, auf jeden Fall nochmal punkten. Und nochmal, wir haben 28, morgen ist ein Spiel. Und wenn wir das Spiel gewinnen sollten, dann wären wir über die 30. Und deswegen ist es für mich auch und mit meiner Mannschaft eine klare Zielsetzung. Ich möchte es nochmal klar betonen, wir haben den Gegner analysiert, wie immer. Wir haben uns was überlegt, wie wir das Ganze angehen wollen. Und jetzt ist es wichtig, dass jeder seine komplette Qualität, Energie morgen von Anfang an auf den Platz bekommt. Und wir freuen uns wirklich mega, dass wir das Gästekontingent
egal ob in einer oder 10 Minuten oder in 3 Tage abgerufen haben, sondern dass uns so viele Fans unterstützen. Und da sind wir als Mannschaft auch was schuldig, da was zurückzugeben.